Hallo, hier ist wieder El Presidente mit einer neuen Runde von Los Stucos Borstelos. Eigentlich hätte ich es Erkenschwieg nennen sollen, damit das keiner aussprechen kann. Erkenschwieg. Oh, hier wird es ein bisschen gelb. Da schalten sich die beiden Plantagen gegenseitig ein bisschen an zu feinden, oder? Liegt das daran? Ich weiß es nicht. Da müssen wir mal gucken. Wir kriegen auf jeden Fall noch ein paar ungebildete Arbeiter, kriegen wir hier auf jeden Fall noch eine Menge zusammen. Dann haben wir die mehr Arbeitsplätze wiederum. Das ist sehr gut. Wir haben eine Zufriedenheit von 90. Unglaublich, unglaublich. Gesamtzufriedenheit von 67, das ist ja nicht so schön, aber immerhin, naja. Was brauchen wir denn noch alles? Arbeitsplätze geht langsam hoch, Freiheit 75, Religion 59, naja. Gesundheitsversorgung würde ich gerne hinkriegen, aber wir brauchen dafür noch Leute. Unterhaltung müsste eigentlich hochgehen jetzt. Ich weiß auch gar nicht, ist schon hochgegangen. Ich weiß gar nicht, was ich zur Unterhaltung noch alles beitragen soll. Ich kann auch selber tanzen, wenn es nötig sein sollte. Wir haben nicht viel mehr Möglichkeiten. Wir können momentan nur Tavernen und Restaurant machen und vielleicht ein paar Anlagen. Huch. Da kann ich hier auf jeden Fall eine Menge Anlagen bauen. Das würde gehen. Muss ich nur mal gucken. Ich könnte sogar ein ganz kleines Wäldchen machen. Finde ich irgendwie schön, oder? So ein kleines Wäldchen kann man echt mal machen zwischendurch. So, dann machen wir hier noch so ein kleines... ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Machen wir da einfach so ein Ding hin. Dann haben wir noch einen kleinen Einerpark. Also ist schön hier. Die Frage ist, warum bilden sich hier schon wieder Slums? Eieiei. Eieiei. Und die sind wieder arm, aber wir haben doch eigentlich für arme Leute, haben wir doch hier hinten, oder? 4 von 4? 4 von 4, 2 von 4, 0 von 4. Da haben wir doch eigentlich Hütten. Jede Menge Hütten. Oh, und wir haben hier einen Streifen übersehen, glaube ich. Diesen hier. Aber das macht überhaupt nichts. Da können wir vielleicht noch irgendwas später irgendwas hinmachen. Vielleicht noch einen Grünstreifen oder sonst irgendwas. Mal schauen. Hauptsache, da bilden sich keine Slums. Kleinen Laden können wir auch noch irgendwo bauen. Vielleicht noch hier auf die andere Seite. Aber kleiner Laden ist ja Luxusunterhaltung. Vielleicht sowas. Für reiche Bürger. Aber wir brauchen Strom dafür. Kabarett. Reiche Bürger und Touristen in der Nähe. Kinder können ein Kabarett nicht besuchen. Das ist aber okay. So ein Ding können wir eigentlich echt hier hinbauen, oder? Baue ich mal hier an den Rand. So. Dann bauen wir uns noch ein schönes Kabarett. Besucher 3 von 40, aber wir haben auch momentan nur, naja, Besucher 3 von 20. Uns fehlen einfach Universitätsleute. Die fehlen uns einfach. 3 Groschen Oper, Effizienz 67. Oh Mann. Im Krankenhaus scheint man ja langsam zu arbeiten. Das ist das, ne? Da wird man stinkreich. Das setzt man natürlich wieder ein bisschen runter, sobald wir mehr Universitätsleute haben. Ach, hier war das. Nee, vergiss es. Da fehlen immer noch Leute. Hier sind immer welche 123, 128. Da müsste die Gesundheitsversorgung hoffentlich bald wieder hochgehen. In Klammern eben hoffentlich. Erfolg freigeschaltet. Frohen Mutes. Was heißt das? Nichts. Aha. Palast. Ah ja. Kann man da die Erfolge einsehen? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ne? Das war, glaube ich, im Hauptmenü. Erfolge. Frohen Mutes. Wo haben wir das? Eine neue Ära. Abgeschlossen. Alle Tutorials abgeschlossen. Das ist natürlich super. Herrscher der Welt. In einem einzigen Spiel über mehr als 500 Bürger geherrscht. Juhu. In einem einzigen Spiel 150 Gebäude gebaut. Juhu. In einem einzigen Spiel über 2000 Meter Straße gebaut. Da sind wir besonders gut drin. Frohen Mutes. Mehr als 50 Punkte bei allen Zufriedenheitswerten erreicht. Geil. Im siebten Himmel erreichen sie eine Gesamtzufriedenheit von 77. Na, ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Gesamtzufriedenheit von 77 ist, glaube ich, eher schwer. Huch, weg. 68, naja, naja. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Keine Ahnung.
So, jetzt aber erstmal wieder Aufgaben. Presidente, wie Sie wissen, sind Sie es denn. Wir haben doch schon die... Das haben wir doch schon gemacht. Militärischer Drill ist doch schon verordnet. Ich beobachte das Ding gerade, ob wir das vielleicht... Ob sie jetzt von alleine aktiviert. Haben wir militärischer Drill? Ach, haben wir noch nicht. Na, dann wollen wir mal. So. Ach, die 5 Jahre sind wieder um wahrscheinlich, deswegen. Meldet sich gleich wieder die Alte von der Jolly Roger. Ein Kabarett für ungebildet. Besucher 0 von 60. Oh, ich glaube, ein Kabarett ist, glaube ich, vielleicht sogar ganz gut. Halt, nochmal ganz kurz gucken. Das Kabarett, eine wichtige soziale Institution Tropicos. Es unterstützt nicht nur junge Damen, die auf die Universität gehen wollen, sondern bietet überarbeiteten Gästen jede Menge offene Ohren. Ach, so eine Art von Kabarett ist das? Oh. Wir passen mal auf, wenn da genug Leute reingehen, so von 60, dann baue ich hier drüben auch noch eins hin. Und dann können wir hier noch Wald hinbauen, wie auf der Seite. Oder irgendwas anderes, ich weiß noch nicht. Bisschen grün haben wir dann auf jeden Fall auch überall. Was macht die Polizei? Nur da oben. Ich verstehe es nicht. Da ist rot. Zwischen den Polizisten ist rot. Ich verstehe es einfach nicht. Merkwürdig. So, hier haben wir eine wichtige Aufgabe, von der drücke ich mich schon die ganze Zeit. So, wir haben doch jetzt mehr Baumwolle, ne? Baumwolle, Zuckerrohr. Ach, da ist gar nichts. Mais, Kaffee, Tabak, Ananas, Zuckerrohr. Das heißt, wir können mehr Rum eigentlich exportieren. Zuckerrohr haben wir 2. Baumwolle haben wir auch 2, okay. Das heißt, wir können theoretisch da oben noch eine Textilfabrik hinmachen. Ausbildung Highschool. Ich guck mal gerade. Eine Textilfabrik. Da ist hier oben nicht die schönste Gegend dann, aber... So, und dann können wir da unten theoretisch auch noch eine Distillerie hinbauen, oder? Theoretisch. Dann haben wir mehr Arbeitsplätze. Eine Rumdistillerie. So. Oh nein, jetzt haben wir ein bisschen zu weit hierhin gebaut, aber egal. Das Ding können wir notfalls noch wegreißen, sollte die Rinderfarm... Ach, generell reiße ich die mal weg, glaube ich. Haben wir ein bisschen weniger Fleisch. Wir können die Rinderfarm irgendwo hinbauen, wo es grün ist. Das muss ja nicht unbedingt hier sein. So. Dann geht die Industrie... Vielleicht geht die Industrie hier so lang. Mal gucken. Dann können wir da auch ein Kraftwerk bauen, theoretisch. Und das hier hinten vielleicht später mal wegmachen. Universitätsabschluss, verdammt. Ach, wir brauchen dringend Uni-Leute. 10 von 10, okay. Budget 100 von 100. Updaten können wir hier momentan nix. Zeitalter, Neuzeit. Was will er denn eigentlich? Es scheint, als gingen die Kriege in Europa endlich zu Ende. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Alliierten die Achsenmächte besiegen. Am Ende des Tages müssen wir uns auf die neue Weltordnung vorbereiten. Wir sollten Verträge mit beiden Seiten abschließen, um sicherzustellen, dass uns keiner für all die Geschehnisse die Schuld in die Schuhe schieben wird. Natürlich. Schließen die Verträge mit den Achsenmächten und den Alliierten ab, was? Belohnung, wechseln Sie ins nächste Zeitalter. Achsenmächte, ich will nicht mit den Achsenmächten. Ein Botschafter. In diesen so turbulenten Zeiten schätzen die Alliierten die Zusammenarbeit mit ihnen. Die Alliierten haben einen Vertrag mit ihnen zugestimmt. Und die Achsenmächte? Die werden auch niemals zustimmen. Die hassen uns doch, glaube ich, oder? Botschaft. Haben wir hier, wo steht denn hier, wie die uns und so? Ruf 100, herzlich. Ich glaube, die Achsenmächte hassen uns ein bisschen. Weil wir uns ja jetzt nur auf eine Seite geschlagen haben und wir haben die im Krieg besiegt.
Zumindest immer, wenn sie uns angegriffen haben, haben wir die jedes Mal zurückgeschlagen. Ich bin ungern der Überbringer schlechter Nachrichten, doch die verfluchten Generäle der Achsenmächte wollen keinen Vertrag mit uns unterzeichnen. Ja, war doch klar. Ich wusste doch, dass die angreifen werden. In der Tat wollen sie Tropico stürmen und erneut einen Plan zur Weltherrschaft entwickeln. Manche lernen es nie. Die Achsenmächte weigern sich, einen Vertrag mit ihnen abzuschließen und werden sehr bald angreifen. Oh, oh, oh. Sehr bald ist aber schon sehr bald, wie es aussieht. Naja, die sind ja eh bald tot. Die laufen auch gerade in ihr Verderben allesamt. Na, zum Glück sind die alle dumm. Haha, Achsenmächte, haha. Ihr seid so doof, ihr seid so doof. Und dass die Häuser da stehen, ist auch doof. So, Panzer sind auch gleich weg. Die anderen sind schon alle tot. Und bis unsere Panzer da ankommen, ist nichts mehr übrig. Ja, kalter Krieg. Was? Kalter Krieg. Die Ölindustrie ist verfügbar, die Touristikbranche ist verfügbar. Erforschen Sie ein Raumfahrtprogramm. Was? Bitte was? Ein Raumfahrtprogramm? Habe ich jetzt ja gar nicht auf dem Schirm. 51 von 60, okay. Überall diskutieren die Leute, ob wir einfach nur am Strand liegen und die Natur jungfräulich unberührt lassen sollten. Oder ob wir Betonbunker errichten und uns darin in den besten Jahren unseres Lebens den Rücken kaputt schuften sollten. Muss man über so eine Wahl ernsthaft nachdenken? Nachdenken? Entschuldigung. Okay, ach, guck mal hier. Aber wir haben noch, den Sozialismus haben wir zwar erforscht, aber ja, weiß ich nicht. Automatisiertes Bergwerk, cool. Wir haben immer noch nichts. Mastbetrieb produziert Tierprodukte aus Mais, je nach Art des Mastbetriebs. Aha, Fleisch, Milch und Wolle. Mhm, okay. Recyclinganlage wäre ganz gut. Senkt die Umweltverschmutzung in der Nähe, das wäre ganz gut. Strom haben wir ja eigentlich. Naja, wir haben nicht genug Strom, leider. Drachenflugknub. Können wir auch Hotels bauen inzwischen? Apartmenthaus? Bietet Platz für 10 Familien. Die Wohnqualität steigt, wenn es an einer Straße gebaut wird. Das war super. Ach du Heilige. Bessere Wohnqualität durch Straßennähe. Also nach so einer Qualitätswohnung sieht das jetzt ja nicht aus. Vielleicht können wir da einfach... Das sieht ja ein bisschen aus wie Marzahn hier, ne? Wir gucken erstmal, was es noch so alles gibt. Apartmenthaus ist zwar super, Zirkus, Strandanlage, Miet und Unterhaltung für Bürger und Touristen in der Nähe. Familienurlauber. Zirkus. Familienurlauber. Den kriegen wir da nicht mehr hin, aber vielleicht hier noch ans Uranbergwerk irgendwo. Ein Zirkus am Uranbergwerk, was gibt's Schöneres? Den würden wir hier tatsächlich noch unterkriegen, aber ganz ehrlich, wer will denn so einen gequetschten Zirkus sehen? Der braucht ein bisschen mehr Platz. Okay, Tourismus, Billighotel, Familienresort, Kreuzfahrtschiff. Oh, Neuzeit, können wir noch gar nicht bauen. Hacienda bietet Platz für 6 kulturreisenden Familien. Die Servicequalität hängt von der Schönheit ab und steigt mit jedem Kolonialgebäude in der Nähe. Historisches Gasthaus. Bungalow. Bietet Platz für 2 Ökotouristenfamilien. Die Servicequalität hängt von der Schönheit ab und sinkt, wenn es in der Nähe viele Gebäude gibt. Landgasthaus bietet Platz für 6 Ökotouristenfamilien. Billighotel, 12 Pauschaltouristenfamilien. Familienresort, alt, ach du Scheiß, wird schwierig. Hüttendorf. Das kann ja noch lustig werden hier. Kathedrale bietet Religion für Bürger in der Nähe und erhöht die Freiheit in ihrer Nähe. Aber wir brauchen Strom auf jeden Fall. Krankenhaus bietet Grundversorgung für Bürger an. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom. Forschungslabor kommt alles noch. Militärbasis, Flugzeugträger, Präzisionsbombardement, aha. Das feindliche Atom, der Weltraum. Unendliche Weiten. Pharma GmbH produziert Medikamente, was auch immer wir dafür brauchen, produziert Möbel aus Planken. Möbelfabrik wäre natürlich schön, Stahlfabrik wäre auch schön, Konservenfabrik produziert Konserven aus Kaffee, Fisch und Ananas. Wir brauchen Strom, verdammt.
Wir brauchen einfach Strom und dafür brauchen wir einfach Leute mit dem Abschluss. Ach, Universität. Na, lass uns mal überraschen. Wir forschen erstmal fröhlich weiter. Was können wir denn jetzt machen? Öl, Demokratie, Persönlichkeitsrechte, was? Wirtschaftsstruktur und Medienfreiheit. Was? Das ist Medienfreiheit. Präsidente lachen. Führungskräfte, Erfahrung im Showbusiness. Führungskräfte, Erfahrung im Showbusiness finde ich auch schön. Managerfertigkeiten für Unterhaltungsgebäude brauchen wir aber auch. Bohrturm und Ölraffinerie kommt später. Wir machen erstmal das für Unterhaltungsgebäude, einfach nur, damit unsere Leute hier ein bisschen fröhlicher sind. Wir sind runter wieder auf 83%. Aber wir haben jetzt inzwischen schon mehr Arbeiter aus der Uni. Hier ist momentan niemand drin. Hier ist immer eine Person drin. Hier ist alles voll. Und hier ist immer eine Person Hola. Jetzt wieder dran. Hola. Da ist jetzt eine Person immer wieder drin. Naja, besser als gar nichts. Das verstehe ich hier nicht. Naja. Ich baue da trotzdem einmal in der Polizei, oder? Jetzt inzwischen kann ich noch andere Sachen dahin machen. Nationalpark. Ach, das ist der Nationalpark? Was? Ah, das ist der Nationalpark. Ah! Ach, Mist, Objekte darunter. Hätte fast geklappt. Hätte was perfekt hingehauen mit der Mine da drüben. Und hier kann ich nicht hinbauen, weil da will ich ja noch anderen Krempel hinbauen. Da brauchen wir auf jeden Fall auch Schönheit. Die haben wir ja momentan auf gar keinen Fall. Hier ist auch nicht so schön. Hier wäre eigentlich schon schön. Hier wird's hinpassen, aber da wollen wir leider... Ach Mann, das ist doof. Oder bauen wir den da trotzdem hin? Ich weiß es nicht. Wollen wir natürlich weiter Häuser überall hinbauen? Luxusunterhaltung. Antike Ruinen, lalala, Kulturreisende, Museum für reiche Bürger, Nachtclub. Ein Opernhaus für reiche Bürger. Hier könnte man auch super ein Casino noch hinbauen, aber wir brauchen Strom. Ich baue da trotzdem mal ein Casino hin. Schaden kann es ja nichts. Und irgendwie werden wir Strom schon produzieren. Ich weiß noch nicht genau wie. Erzeugt null. Wir brauchen Kohle dafür, ich Idiot. Ah, caramba. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ich dachte immer, naja. Ich denke immer an Atomkraftwerke. Ein schönes, solides Atomkraftwerk, aber leider. So. Nein. Ja. So, dann bauen wir da mal ein schönes Kohle-Ding hin. Ach so, müssen wir noch bauen. Warte mal, da machen wir am besten gleich so ein automatisiertes. Ah ne, das braucht ja wieder Strom, ne? Das ist ja jetzt ein Teufelskreis. Ne, das braucht gar keinen Strom. Muss über Bergbauvorkommen errichtet werden und produziert je nach Vorkommensart. Ah, muss da drüber. Ah, okay. Dann bauen wir erstmal ein Bergwerk und dann bauen wir dann ein automatisiertes Bergwerk daraus. Das ist doch auch gut. Ist hier ein bisschen weit weg, aber was soll's. Vielleicht bauen wir auch ein paar Parkplätze in die Nähe. Das ist jetzt nicht viel, aber ich bilde mir einfach ein, die Leute wollen da bestimmt auch gerne parken. So. Lalalalalala. 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 Ich schaue noch mal ganz kurz. Schmuckfabrik produziert Schmuck aus Gold. Gold haben wir noch nicht, aber wir können es abbauen. Wir haben ja so ein Goldding gesehen. Fahrzeugfabrik braucht das Rad. Schokofabrik, Neuzeit und Elektronik ist auch Neuzeit. Industriegüter. Pharma GmbH produziert Medikamente, aber woraus? Stahlwerk. Stahl aus Eisen und Kohle. Wir brauchen dafür noch Eisen irgendwoher.
Das haben wir hier momentan auf der Insel nicht. Wir haben eine Menge Uran. Da können wir später bestimmt ganz toll ein Bergwerk befeuern. Ein Kraftwerk befeuern. Wie sieht's denn aus mit Kraftwerken eigentlich? Kraftwerk haben wir momentan nur das hier. Atomkraftwerk, das friedliche Atom. Da müssen wir hin zum friedlichen Atom. Dann können wir ein Umspannwerk machen. Was? Erhöht die Reichweite des Stromnetzes. Okay. Das wäre schon ganz gut. Das werden wir später noch bauen. Und ich denke, das Kraftwerk wird später auch hier hinten irgendwo hinziehen. Die Dinger werden hier wahrscheinlich aussterben. Die werden wir woanders hinbauen. Und dafür machen wir so ein bisschen Industrie dahin. La. So, was haben wir denn hier? Nach einer kleinen Auseinandersetzung besitzt die karibische Familie ein neues Mitglied. Wir sollten unsere Nähe zu unseren neuen Nachbarn ausnutzen und ihm Hilfe senden, damit er es etwas leichter hat. Den Yankees wird das gefallen und sie werden sich überlegen, diese neue Nation ebenfalls zu ihrem Freundeskreis hinzuzufügen. Ja, was soll's. Wir sind jetzt mit niemandem im Streit. Öl haben wir momentan noch nicht. Da unten habe ich eine Quelle gesehen. Ist das die einzige Ölquelle? Da unten ist noch Eisen. Also da oben ist noch Eisen. Da kommen wir hoch und können Eisen abbauen. Hier haben wir direkt ja Gold. Oh,